Solarenergieforschung am Helmholtz-Zentrum Berlin. Die Sonne ist unsere größte Energiequelle. Diese in Zukunft möglichst effektiv zu nutzen, ist Ziel des HZB. Doch wie wird überhaupt aus Licht Strom? Das Herzstück herkömmlicher Solarzellen sind zwei spezielle Halbleiterschichten. Eine sogenannte N-Schicht und eine P-Schicht. In der N-Schicht sind die Atome so angeordnet, dass einige Elektronen quasi zu viel sind und sich daher relativ frei bewegen können. In der P-Schicht ist die Anordnung dagegen so, dass an einigen Stellen Elektronen fehlen. Man spricht vereinfacht von einem Loch. In so ein Loch kann aus der Nachbarschaft ein Elektron hineinrutschen. Auf diese Weise können sich dann die Löcher bewegen. Bringt man eine N-Schicht und eine P-Schicht zusammen, wandern freie Elektronen der N-Schicht in die Löcher der P-Schicht. Es entsteht eine spezielle Grenzschicht, die letztlich eine elektrische Spannung in dem Material erzeugt. Wenn in diese Grenzschicht Sonnenlicht fällt, wird die Energie des Lichtes dazu verwendet, ein Elektron von seinem Atom zu trennen. Es entsteht ein zusätzliches, freies Elektron und ein dazugehöriges Loch. Beide wandern entlang der elektrischen Spannung durch die Grenzschicht zum jeweiligen Pol. Am Pol werden die Elektronen über eine spezielle Kontaktschicht abgeleitet. Sie fließen dann durch einen Leiter und erzeugen elektrischen Strom. Je mehr Elektronenlochpaare in der Solarzelle erzeugt werden, je einfacher sie es bis zu den Kontakten schaffen und je größer die dabei entstehende Spannungsdifferenz ist, umso effektiver arbeitet die Solarzelle. Klassische Solarzellen bestehen aus Siliziumkristallen. Sie wandeln etwa 20% des Sonnenlichts in elektrische Energie um. Für ihre Produktion werden große Mengen hochreines Silizium benötigt. Die Herstellung ist aufwendig und teuer. Eine Zukunft liegt daher in den sogenannten Dünnschicht-Solarzellen. Wie der Name schon sagt, sind sie wesentlich dünner. Das liegt vor allem an den verwendeten Halbleiterschichten. Bei der klassischen Solarzelle sind diese rund 0,2 mm dick. Die Dünnschichtzellen kommen dagegen mit einem Hundertstel davon aus. Das spart Material und die Zellen können zum Beispiel auf einen biegsamen Untergrund aufgebracht werden. Die Einsatzmöglichkeiten werden vielfältiger und dadurch wird der Strom aus Solarzellen letztlich günstiger. Ein Konzept des HZB, eine Silizium-Dünnschicht-Solarzelle. Sie wird in einer hauchdünnen Schicht direkt auf einen Glasträger aufgebracht. Man nutzt Silizium, weil es günstig ist und man dessen Eigenschaften gut kennt, setzt jedoch auf einen anderen Herstellungsprozess. Das Silizium muss nicht langwierig zu einem Kristall anwachsen, sondern wird innerhalb weniger Minuten bei unter 600 Grad Celsius aufgedampft. Anschließend wird das Ganze noch einmal in einem Ofen erhitzt. Dadurch ordnen sich die Siliziumatome neu an und es entsteht eine regelmäßige Struktur. Am Ende steht eine hauchdünne Schicht aus kristallinem Silizium. Ein weiteres Konzept des HZB wird unter besonders sauberen Bedingungen in einem Reinraum verfolgt. Statt Silizium verwenden die Forscher sogenannte Chalkopyrite. Das sind Verbindungen aus Kupfer, Indium, Gallium, Schwefel oder Selen in unterschiedlichen Kombinationen. Die Chalkopyrite versprechen eine vergleichsweise hohe Energieausbeute bei einem geringen Kosten- und Energieaufwand. Per Computer können die Forscher verschiedene Mischungsverhältnisse einstellen. In der sogenannten Spatteranlage werden die entsprechenden Materialien unter Vakuumbedingungen und mit Hilfe hoher Energien zunächst in einen gasähnlichen Zustand gebracht. Anschließend setzen sie sich als extrem dünne Schicht auf einem Trägermaterial ab. In weiteren Schritten werden die Schichten dann noch modifiziert. Und es kommen zum Beispiel Kontaktschichten für die Solarzelle dazu. In einer Aufnahme mit einem Elektronenmikroskop erkennt man den Aufbau der Solarzelle. Ganz oben die N-Schicht. Darunter die P-Schicht aus Kupfer, Indium, Sulfid. Und schließlich die Kontaktschicht aus Molybdän. Am HZB erreicht dieser Herstellungsprozess sehr hohe Qualität, doch für die Massenproduktion ist das Verfahren immer noch recht aufwendig.
Die Forscher des HZB haben daher ein patentiertes Verfahren entwickelt, mit dem sie dünne Schichten bei relativ niedrigen Temperaturen um die 200 Grad aufsprühen können. Das jeweilige Material wird als Metallsalz in Alkohol gelöst. Dann wird die Flüssigkeit durch Ultraschall bei hoher Frequenz in schnelle Schwingungen versetzt. Dadurch werden aus der Flüssigkeit winzige Tröpfchen nach oben geschleudert, die einen feinen Nebel bilden. Dieser Nebel wird nun auf das vorgeheizte Trägermaterial geleitet. Hier schlagen sich die winzigen Tröpfchen nieder und es entsteht eine gleichmäßige Schicht. Im folgenden Schritt wird ein Reaktionsgas über die Schicht geleitet. Das Sprühen und Begasen wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. So könnte in Zukunft die kostengünstige Produktion von Dünnschicht-Solarzellen aussehen. Dabei ist die Qualitätskontrolle am HZB extrem wichtig. Es gibt mehrere Testplätze, an denen die Leistungsfähigkeit der Solarzellen überprüft wird. Zum Beispiel mit einem Sonnensimulator. Eine spezielle Lampe, die in ihrer Intensität und Lichtzusammensetzung der Sonne nahe kommt. Damit werden die Solarzellen beleuchtet und es wird die Ausbeute an Strom gemessen. Dünnschicht-Solarzellen haben mittlerweile einen Wirkungsgrad von 20% erreicht. Diesen zu verbessern ist eines der Forschungsziele des HZB. Denn Elektronen, die vom Sonnenlicht erzeugt werden, müssen auf dem Weg zu den Kontakten verschiedene Hürden nehmen. Zum Beispiel Korngrenzen innerhalb des Materials, also Bereiche, in denen sich die Anordnung der Atome ändert. Dabei ist noch unklar, wie sich solche Strukturen auf die Effizienz der Zellen auswirken. Oder die Elektronen müssen den Übergang von einer Schicht zu einem Kontakt, zum Beispiel Zinkoxid, überwinden. Dort gehen Elektronen verloren und dadurch sinkt die Stromausbeute. Am HZB haben die Forscher die Möglichkeit, diese Prozesse mit den unterschiedlichsten Methoden zu untersuchen und dadurch zu verstehen, was tatsächlich in den Materialien passiert. So schießen die Wissenschaftler zum Beispiel mit ultrakurzen Laserpulsen auf die Solarproben. Mit unterschiedlichen Wellenlängen, sprich mit unterschiedlichen Lichtfarben, können dabei bestimmte Bereiche untersucht werden. Je nach Farbe kann zum Beispiel der Verlust innerhalb der Grenzschicht untersucht werden oder die Weiterleitung an den Kontakt. Mit dem Elektronenspeicherring BESSI-2 haben die Forscher des HZB außerdem die seltene Gelegenheit, die Solarproben mit einer speziellen Strahlung, der Synchrotronstrahlung, zu untersuchen. In einem kreisförmigen, magnetischen Tunnel werden Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Dabei senden sie Synchrotronstrahlung aus, hier als grünes Leuchten zu sehen. Die Strahlung trifft mit großer Energie auf die Solarzellen und schlägt einzelne Elektronen heraus. Aus der Anzahl und dem Verhalten dieser Elektronen können die Forscher dann genau schließen, welche Atome in welcher Konzentration und an welcher Stelle in der Probe vorkommen. Ein ähnlich detaillierter Einblick ist mit Hilfe des Forschungsreaktors BER2 möglich. Die dort erzeugten Neutronen werden zu verschiedenen Experimentierplätzen weitergeleitet. Hier werden zum Beispiel unterschiedliche Mischungsverhältnisse aus dem Rohmaterial Kupfer-Indium-Sulfid getestet. Aus dem Strahlrohr links treten die Neutronen aus, treffen auf die Probe und werden von dort abgelenkt. In einem Halbkreis sind dann die Detektoren aufgebaut, die auf die ankommenden Neutronen reagieren. Aus diesen Signalen können die Wissenschaftler die Anordnung der verschiedenen Elemente bestimmen. Die enge Verzahnung von Grundlagenforschung und Anwendung am HZB hat bereits zu einer ersten kommerziellen Umsetzung geführt. Dünnschicht-Solarzellen aus Kupfer-Indium-Sulfid. Sie werden von der Firma Soltecture in Berlin hergestellt, eine Ausgründung des HZB. Weitere Schritte in die Praxis werden durch das PIVICOM-B verfolgt. Am Kompetenzzentrum für Dünnschicht und Nanotechnologie für Photovoltaik werden Technologien und Produkte der Dünnschicht-Solarzellen in direkter Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt. Dadurch soll der Vorsprung Deutschlands auf diesem Gebiet gesichert werden. Ein neuartiges und innovatives Konzept für die Zukunft könnte die direkte Erzeugung von Brennstoffen aus Sonnenlicht sein, sogenannte solare Brennstoffe. Da die Sonne nicht kontinuierlich scheint,
ist es wichtig, die Energie aus Solarzellen für eine spätere Verwendung speichern zu können. Die Forscher des HZB arbeiten daher daran, das Sonnenlicht in einer Kombination aus Solarzelle und Katalysator direkt zur Erzeugung von Wasserstoff zu nutzen. Dieser Wasserstoff kann dann zusammen mit Sauerstoff sehr effektiv verbrannt werden. Bei all dieser zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung setzt das HZB einen Schwerpunkt auf junge, gut ausgebildete Forscherinnen und Forscher aus aller Welt. Nur so lässt sich der Spitzenplatz Deutschlands und des HZB in der Solartechnik in Zukunft sichern. Denn die Zukunft gehört der Sonne.